Österreich, Israel und Dänemark wollen nun gemeinsam gegen Corona kämpfen und 17.400 Euro für Patschen ausgeben. Das und mehr gibt's jetzt für euch bei Push, eurem Infomagazin am Freitag, dem 5. März. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine gemeinsame Stiftung für Forschung und Entwicklung zur Bekämpfung von Covid-19. Das wollen Österreich, Israel und Dänemark und dafür haben sie sich in Israel getroffen. Die Stiftung soll dann auch der Grundstein für eine Kooperation bezüglich der Coronavirus-Impfstoffe sein, also sowohl die Produktion als auch die Forschung und die Entwicklung von Medikamenten. Das Basisvolumen der Stiftung betrage laut Kurz zunächst 50 Millionen Euro. Es würde aber noch offen stehen, ob sich noch mehrere Länder anschließen. Es hätten nämlich schon mehrere Staaten angefragt, konkrete Länder wollten sie aber nicht verraten. Na, wer von euch gehört zu den coolen Kids und hat Clubhouse am Handy? Das neue soziale Netzwerk mit Talkshow-Charakter. Laut Insidern arbeitet nun der chinesische TikTok-Betreiber ByteDance für den Heimatmarkt China an einer App, die Clubhouse sehr ähneln soll. Clubhouse wurde ja in China Anfang Februar nach heiklen Debatten gesperrt. ByteDance befindet sich jetzt angeblich gerade in der Anfangsphase und muss sich jetzt in einem bereits scharf umkämpften Markt bewähren. Denn seit Clubhouse sind Dutzende Kopien an den Start gegangen. Auch die US-Giganten Twitter und Facebook arbeiten bereits an ähnlichen Angeboten. 17.400 Euro. Das sind umgerechnet 15.000 Pfund. Tja. Und so viel werden für Patschen erwartet. Richtig gehört, aber nicht für irgendwelche. Es handelt sich darum um die Patschen des früheren britischen Premierministers Winston Churchill. Und diese werden nun versteigert. Falls ihr also ein Fan sein solltet und mal kurz 17.000 Euro ausgeben wollt, das Auktionshaus Belmonds wird die Samtpantoffeln, auf denen in Gold seine Initialen gestickt sind, am 9. März versteigern. Auch ein Brandyglas soll seinen Besitzer wechseln. Winston Churchill hat Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs und dann noch einmal in den 1950er regiert. Er gilt als großes Vorbild des heutigen britischen Premiers Boris Johnson. Und jetzt zum Abschluss wird's noch mal so richtig süß. Es ist klein, flauschig, lächelt selig und klammert sich an das Fell seiner Mama. Im Berliner Zoo wurde vor 2 Wochen ein Gorilla-Baby geboren. Und jetzt weiß man auch, es ist ein Mädchen. Der stellvertretende Revierleiter Ruben Gradke erklärt, dass das großartige Nachrichten sind, denn eine Gorillagruppe setzt sich in der Regel aus einem Silberrücken und mehreren Weibchen zusammen. Ein Damenüberschuss ist daher von Vorteil. Nun wird ein Name für Bibis Tochter gesucht. Bis zum 8. März können Vorschläge über die Zoo-Auftritte in den sozialen Netzwerken eingereicht werden. Und mit dieser Nachricht verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. Ich hoffe, ihr habt einen halbwegs stressfreien Freitagvormittag. Und wir sehen uns dann wieder in eurer Mittagspause. Bis bald! Boom, 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 boom.